Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Vorzene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück. Ihr seht schon, ich bin richtig aufgeladen und ich habe richtig Bock. Wir spielen eine weitere Runde 1 gegen 1 gegen den Duck Harvester, den Entenernter, wie er sich selber nennt. Let's not talk about that. schönes 1 gegen 1 auf Mars gewesen. Jetzt möchte ich gerne nochmal auf Battlegrounds ihn erproben. Die Map, muss ich sagen, macht mir gerade relativ viel Spaß, to be honest. Okay, das war ein bisschen wasted resources, aber whatever. Könnte ich hier bitte... Danke. Danke. Placen wir da mal bitte das Gerät rein. Das darf man übrigens nicht zu weit nach rechts placen, weil wenn das die Hitbox hier über die Wand hinausragt, dann kann man die... Die Mine hat hier tatsächlich noch eine Hitbox. Und dann kann die Mine beschädigt werden, wenn hier halt was rankommt. Tipps mit Salzi immer wieder gerne. Dafür nicht, Leute. Da bin ich doch da. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob die actually gebraucht werden später, diese Forlongs. Wir gehen für Scattershot, also 20er. Tack, tack, tack. Und bis, bis, bis. Das ist unser Gameplan. Na komm. Geil, haben wir. Er wird gerade wahrscheinlich... Ah, ja, da. Oh, no! Oh no! Alarm! Ich will nur hier so bauen, aber ich brauch. Ich will die Not nicht setzen. Spiel! Er hat es noch nicht verteidigt. Das ist mein Call. Nein. Fast gehittet das Ding. Jetzt schnell hiermit da reinbüssen. Okay, hat nicht so ganz funktioniert. Richtige und funktionierende Anti-Air brauche ich halt gleich, ne? Das hat leider nicht funktioniert. Da war der Spread zu krass. Das hatte ich nicht einkalkuliert. Boah, die brauchen halt einfach 4000 Strom. Ist zu teuer. Deswegen mache ich hier meistens immer eine zweite Lage Dings auf. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Das wird teuer werden. Nein, nicht gekriegt. Ärgerlich. Ja, jetzt habe ich Probleme. Probleme über Probleme. Drei Swarms sind hier sehr brutal auf der Map. Das ist einfach so. Kann ich nochmal abreißen und neu bauen. Haben schon Upgrade. Komm schon, Flak Tag. Muss eigentlich dahin, ne? Das andere ist zu unsicher.
tut schon immer ganz gut weh hier. Vielleicht baue ich hier auch einen Sniper ein, um seinen Sniper zu contesten. Ich glaube, das ist eine bessere Choice, als Gunner hier zu bauen. Hallo? Was ist hier los? Ist ja okay. Oh, das ist schon wieder so räudig hier. Ist der Feuervogel? Es fühlt sich sehr stark nach Feuervogel gerade an. Weil seine Schüsse, glaube ich, ignited haben, kann das sein? Macht gar keinen Spaß gerade. Holy shit. Feuervogel, Swarm Spam. Kann das bitte aufhören, immer so kacke zusammenzuknicken hier? Damit kann auch niemand mehr was anfangen. Naja, ist kein Feuervogel. Ich habe ja einen Feuersound. Warum ist dann trotzdem alles die ganze Zeit so hardcore am Brennen? Ist da schon was im Upgrade, ist die Frage. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube echt nicht, aber da oben kommt ja was. Da oben kommt ja gerade irgendwas. Mörser oder so eine Scheiße, werde ich gleich noch sehen. Sag ich, wie es ist. Die machen so gar nichts, ne? Das ist so vergebene Liebesmühe, diese Viecher. Ich bräuchte zwei, drei Flachs, die das die ganze Zeit rausnehmen. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Energie habe ich gerade sogar genug. Es ist wirklich hardcore zum Mäusemelken. Boah, Mann, nee!
Digga, es macht auch wirklich gar keinen Spaß gerade. Was soll denn das? Was ist denn falsch, bitte? Ich sehe kein Land. Die hat jetzt verhältnismäßig wenig Damage gemacht, to be honest. Tatsächlich sieb, okay. Das erklärt so ein bisschen was. Wichtig. Hä? Da war doch eben noch eine komische Strebe. Na egal. Soll uns nicht weiter interessieren. Und so sehen, dass wir uns hier aufbauen. Und auch defense-technisch. Das ist ein Scherz. Weil so wird das schon mal nix. Glück gehabt. Das ist gut. Brauche ich eh nicht mehr. Ist nicht gut. Die hat wehgetan. Müssen wir jetzt mal kurz die Energie ein bisschen rausnehmen. Die dazu zwingen, Schilde zu bauen. Warum mache ich das jetzt nicht?
bisschen zu sehr gewackelt, das Ford. Aber ansonsten war es okay, I guess. Ich muss diese Flak halten, ne? Das ist meine Lebensversicherung gerade. Ohne die wird das nix. Wo denn? Nein, sie hat geschossen. Einmal nicht aufgepasst. Oh mein Gott, danke Flak. Scattershot for the win. Das war der letzte Shot und ich habe einen mehr mit Scattershot. Auch auf Flak und so. Sonst wäre ich da jetzt gerade gestorben. Hier ergänzen wir dann die Flak, dass die ein bisschen direkteren Winkel hat schon. Nicht so nice. War nicht so gut. Ich will halt eigentlich den Feuerlaser snipen, aber das kriege ich nicht hin, wenn ich meine Flak halten muss. Dann einmal kein Glück gehabt. Und zack, direkt alles kaputt. Meine Damen und Herren. Sieb. Man muss es lieben. Ich hoffe, das war der einzige, den er gerade hat. Das wäre huge für mich. Er hat jetzt Plasma, Mann. Das macht jetzt gar keinen Spaß mehr. Jetzt bin ich basically tot. Weil ich keine Ressourcen mehr habe. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin so lost. Ich kann mich eigentlich mit dem Feuerplasma one-hitten jetzt gerade. Stattdessen kriege ich nicht mal mehr die Nukes abgewählt. Ach, es ist so lost. Ach, Mann. Das ist irgendwie total ärgerlich jetzt hier, Mann. Oh, ich hätte ja gewinnen können. Dass ich den da nicht bekommen habe, war ein bisschen blöd. Hat er schnell reagiert. Dann hier leider das 20er relativ früh verloren, ne? Weiß gar nicht wie genau. Durch den Swarm, ne? Es waren einfach so viele Swarms und auch die Mine, dass sie da kaputt gegangen ist. Ich hätte viel früher mich gegen die Swarms verteidigen müssen. Drei Swarms sind brutal, holy shit. Der Biss hätte ich natürlich auch ein bisschen besser zielen können. Das fand ich auch ein bisschen frech, dass hier die Büs... Na, das funktioniert irgendwie nicht auf der Map. Dieser Winkel.
Das reicht einfach nicht. Ich hätte einfach auf den Kern gehen. Der Kern war offen. Oh, ist das belastend. So frech. Ein Stückchen höher und ich hätte die gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich den Winkel... Na doch, von unten hätte ich den Winkel gehabt. Da ging das Trauerspiel los, ne? Drei Swarms sind brutal stark. Weil immer ein bisschen was durchkommt und alles kaputt geht und brennt und macht und tut. Der... Das war auch so eine freche Bass. Da fange ich wieder an zu weinen. Weil die Strebe zu kurz war, um gezogen zu werden, werde ich bestraft mit so einer illegalen Kreisung. Oh. Nachdem der Plasmalaser im Bau war, war verloren, ne? Nachdem der hier im Bau war, war basically over. Ich hatte mich jetzt gerade so ein bisschen recovered. Dann kam leider ein Nuke-Ding durch, das ich nicht manuell abwehren konnte. Das hat recht gut funktioniert, würde ich sagen. Da hatte ich eine gute Trefferquote. Dann kam ein Ding, was hier unten halt alles zersprengt hat. Wo habe ich die reingehauen? Ja, das war useless. Der hätte ein bisschen höher gemusst, aber auch da wäre zu viel Defense gewesen. Hier oben rein natürlich auf den Plasmalaser, den habe ich nicht antizipiert. Der war auch wieder komplett ungedeckt. Zu viele Swarms drin in der aktiven. War doch gerade aktiv, oder? Ne, war nicht aktive. Okay. Dann nicht gut genug gezielt, I guess. Hätte weiter tiefer gemusst. Hier war GG. Und dann hat er, glaube ich, hier nochmal reingebüßt, ne? Was auch nicht angenehm war. Jetzt ist das Schild wieder kaputt gegangen. Da oben bin ich sogar einmal rauf. Tja. Tja, ja. Der war halt letztendlich tödlich, ne? Der Plasma. GG, Leute. Ich bin ein bisschen gebrochen. Aber hilft ja nichts. Bis zum nächsten Mal. Mit hoffentlich mehr Glück. Haut rein. Tschüss.